Ja, hallo zusammen. Beim heutigen Thema geht es in den Kurzvideos um Model 3 Standard Range Plus mit den Eisenphosphatbatterien. Da hatte ich immer Probleme gehabt, die auszubalancieren bzw. zu kalibrieren an der Stelle. Ich habe also es nie geschafft, die wirklich auf 100% aufzuladen. Und am Anfang habe ich irgendwas um etwas über 70% gelegen, dann etwas über 80% gelegen, dann knapp an die 90% gelegen. Und heute ist das erste Mal vorgekommen, dass sie tatsächlich bis auf 100% geladen haben. Obwohl wir relativ kaltes Wetter haben, um die 5 Grad rum, und der Akku nicht vorgeheizt war, hat er trotzdem die 100% erreicht. Ich habe es vorher immer vermutet, dass es an den Außentemperaturen liegt, dass der deswegen nicht lädt, aber daran hat es wohl nicht gelegen. Es sieht eher so aus, dass das Batteriemanagement nach und nach, ich sag mal, es erst zulässt, dass der Akku da bis zu 100% aufgeladen wird, beziehungsweise dass das Batteriemanagement auch wirklich erkennt, das sind jetzt die 100%. Insgesamt habe ich jetzt mit dem Fahrzeug über 2000 Kilometer zurückgelegt in knapp einem Monat, habe also schon oft nachgeladen, auch hier oder da mal am Supercharger nachgeladen. Ja, heute hat es geklappt eben halt. Ich habe an Reichweite, die Anzeige ging auf 385 Kilometer. Ich weiß nicht, wie das bei euch liegt. Könnt ihr mir einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr auf eine höhere Reichweite kommt in der Anzeige oben oder eben halt weniger. Ladeleistung hatte ich auch nochmal ausprobiert. Das seht ihr im anderen Video. Allerdings hatte ich zwei Drittel den Akku immer noch voll gehabt. Die Ladeleistung ist nicht wirklich durch das Kalibrieren verbessert worden. Hier hoffe ich einfach mal noch auf ein Software-Update im Sommer oder eben halt wärmere Temperaturen, die das Ganze ein bisschen begünstigen an der Stelle. Man hört das ja von Lithium-Eisenphosphat-Akkus eben halt, dass wenn die kühl sind, die Leistungen da etwas zurückgehen, obwohl insgesamt der Akku eigentlich für kältere und heißere Temperaturen zugelassen ist. Für mich ist das jetzt nicht ganz so dramatisch mit den Schnellladen, weil ich meist zu Hause lade. Das kommt in 85% aller Fällen letztendlich vor. Für jemand, der wirklich darauf angewiesen ist, am Schnelllader zu laden, ist das ja doch ein bisschen lästig an der Stelle. Aber wie gesagt, ich hoffe mal einfach, dass es da nochmal ein Update gibt vom Tesla und dass man da, wenn man etwas mehr Erfahrung da von den Akkus hat, die auch dann mit einer höheren Ladeleistung beaufschlagen kann. Wir kennen das ja von Tesla, dass Tesla sich immer sehr vorsichtig rantastet und da keine Experimente auf Kosten des Materials macht. Ich persönlich finde das in Ordnung so. Die Akkus sind relativ schnell auf den Markt gekommen. Die haben eine sehr hohe Robustheit. CATL hat die, glaube ich, innerhalb von 6 Monaten von der Idee bis zum Auto hin entwickelt. Das ist eine sehr kurze Zeit. Da kann sein, dass die Software da einfach noch angepasst werden muss und eben halt den Stand noch nicht hat. Wie gesagt, ich finde die Akkus gar nicht mal so schlecht aufgrund der hohen Haltbarkeit, der chemischen Stabilität, der Recyclingfähigkeit an der Stelle und dass eben halt hier kein Kobalt verbaut werden muss. Für mich sind das eben halt gute Akkus. Wie gesagt, für jemanden, der öfters schnell laden muss, um dann weiterzukommen, ja, da glaube ich, dass so eine Long-Range-Version eh das Bessere einfach ist, weil umso größer der Akku-Pack ist, umso höher kann ich auch die Ladeleistung da machen und umso schneller kann ich einfach auch weiterfahren. Also bei Long Range Versionen, die wir auch fahren, kann ich nur sagen, kann ich nur empfehlen, das geht wirklich gut. Da haben wir keine Probleme. Innerhalb von 25 Minuten, 30 Minuten kriegen wir mal locker die nächsten 300 Kilometer rein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, auch wenn es mit Bildern diesmal hinterlegt war. Ich wünsche euch allzeit eine gute Fahrt, bleibt gesund und geht alle fair miteinander um. Bis dann, tschüssi!